Was würdest du machen, wenn deine Zimmerpflanze nicht mehr blüht? Würdest du sie wegschmeißen oder würdest du erstmal gucken, stimmt das Licht, stimmt die Temperatur, ist die Erde noch gut versorgt mit Nährstoffen, hat sie genug Wasser? Würdest du erstmal schauen, was drumherum ist, oder? Und dann daran arbeiten. Und angenommen, du bist die Pflanze, du bist eine Blume. Was machst du, wenn du nicht blühst? Was machst du, wenn du deine Blüten nicht zur Entfaltung bringen kannst? Schaust du auch drumherum? Wie sind die Gegebenheiten? Wie werde ich ernährt im wahrsten Sinne? Wie werde ich hier oben gefüttert? Welche Gespräche führe ich? Mit welchen Menschen umgebe ich mich? Wie ist meine gesamte Umgebung? Eine Blume willst du nicht wegschmeißen. Eine Pflanze willst du nicht wegschmeißen. Du wirst erst dafür sorgen, dass es ihr besser und gut geht. Also sorg dafür, dass deine innere Blume, dass es dir auch gut geht.